gazing at the blue of the night. Stars are filling up the sky. You take my hand in yours. We'll make our own constellations. I could say how much you mean to me, but it won't mean a thing. 'Cause words never sound quite right. Let's find our own kind of language. We've searched the whole world. Ja, Anton und ich haben uns im Megadrom kennengelernt. Und das war eher so ein Abend, dass man einfach mal geguckt hat. Beziehungsweise wir haben uns gesehen und wir haben uns erst Wochen später dann wirklich getroffen. Und da, also Megadrom, ja, kann man noch mal einen Cut machen. Also unsere Kennenlerngeschichte ist eigentlich voll komisch, weil am ersten Abend haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Ich fang nochmal von vorne an. Ja. Anton und ich, wir haben uns im Megadrom kennengelernt. Das ist eine Disco in Schweinfurt, eine Russendisco. Und dort war ich mit meinen Mädels und der Anton war mit seinen Freunden dort. Und er hat eben meine Freundin gekannt und deswegen haben die geredet. Und ich habe meinen Strohhalm verloren. Steffi habe ich im Februar 2011 kennengelernt. Wir waren in einer Disco, in einer russischen Disco. Ich habe genüsslich an meinem Getränk getrunken. Das war, glaube ich, ein Mai Tai, glaube ich. Und dann kam sie zu mir, einfach von hinten aus dem Nix, hat meinen Strohhalm genommen und ist abgedüst. Und ich habe mir gedacht, was für eine freche Göre. Und dann habe ich mir gedacht, hey, der Kerl hat einen coolen Strohhalm. Also habe ich ihn einfach den Strohhalm gemopst und bin weggegangen. Anschließend haben wir uns ein paar Mal getroffen und beim ersten Treffen hat sie meinen Kuss nicht erwidert. Sie wollte mich nicht küssen und das fand ich irgendwie komisch. Aber auch mein Jägerinstinkt wurde geweckt und dann habe ich tatsächlich sie besser kennenlernen wollen und da habe ich auch verstanden, dass nach kurzer Zeit, dass sie die richtige Frau fürs Leben ist. Ja, wann mir aufgefallen ist, dass Anton der richtige Mann für mich ist, ist eine ziemlich schwierige Frage, weil wir haben uns ziemlich lang miteinander ja, unterhalten, oft gedatet und eigentlich tatsächlich wusste ich's von den ersten Gesprächen her schon. Aber da ist man ja eben noch so unsicher. Aber das war ganz, ganz komisch, weil das von Anfang an irgendwie gepasst hat. Und man konnte sich, also ich konnte mir zumindest vorstellen, dass das für die Ewigkeit hält. Ja. No one's ever seen, no one's ever seen, ever seen a love like this. It could dig a hole to bury treasures where it's worth more than anything. Ich wünsche mir von der Ehe, dass sich eigentlich nicht wirklich was verändert, sondern dass es so bleibt, wie es ist und dass wir so offen sind, auch die Welt weiter zusammen zu erkunden und alles so anzunehmen, wie es halt eben kommt. Und letztendlich, gemeinsam können wir ja alles schaffen. Und dass das einfach bleibt. Für unsere Zukunft wünsche ich, dass wir immer noch an unseren Zielen gemeinsam weiterarbeiten, dass wir uns weiter immer verstehen, immer alles zueinander sagen, was wir denken und nichts verheimlichen. Und dass wir trotzdem immer noch Zeit für uns nehmen und natürlich auch für unsere gemeinsamen Reisen. Heute ist euer 11. Jahrestag. Ihr seid seit dem 27.08.2011 ein Paar. Nach 2 Jahren Pause wegen Corona seid ihr Ostern nach Madeira gereist. An einem Wasserfall hat Anton dich dann mit einem Antrag überrascht.
jetzt seid ihr hier. Nur Worte oder eine Umarmung, da kannst du dich fallen lassen und in dem Moment merkst du, du bist zu Hause. Und damit ist nicht die Jahnstraße gemeint. Zu Hause ist kein Ort, es ist Anton für dich. Egal wo ihr seid, Jahnstraße, Sri Lanka, einem wunderschönen Wasserfall, mit ihm auf der Couch, mit ihm zu zweit, mit Freunden. Und heute ist ein besonderer Tag für dich, liebe Steffi. Mit dem Ja, das du Anton gibst und dem Ja, das er dir gibt, weißt du und darfst du vertrauen, er stand zu dir, bei ihm kannst du immer so im Vertrauen ankommen. So war es und so wird es auch in Zukunft sein. Ja, ich will. Ja, ich will. Mein liebster Ehemann. Es gibt nicht genug Worte, um dir zu sagen, wie ich dich liebe. Ich betrachte dieses Gelöbnis nicht nur als Versprechen, sondern als Privileg. Das Privileg, die Frau an deiner Seite sein zu dürfen. Die Ehefrau eines Mannes, der das Beste ist, was mir jemals passiert ist. Und der so ein großes Herz hat, dass er ein wahrer Gewinn für alle Menschen um ihn herum ist. Ein Ehrenmann. Ein Mann, der die schönsten und auch die traurigsten Momente mit mir geteilt hat. Ein Mann, der mich aufrichtig und bedingungslos liebt,
genau so, wie ich bin. Du bist mein größtes Glück. Und deswegen verspreche ich dir, mit jedem Schlag meines Herzens dich zu lieben und dich zu ehren. Und ich freue mich auf all das, was noch kommen mag, ganz egal, wo das ist. Denn mein Zuhause ist kein Ort. Mein Zuhause, das bist du. Und ich liebe dich. Liebe Stefanie, du bist seit über 11 Jahren meine beste Freundin, meine Geliebte, meine Vertraute und seit kurzem auch meine Ehefrau. Wer hätte gedacht, dass so ein komischer Vorfall in der Disco uns heute herbringt? Und zum Glück hast du damals nicht auf deine Freundin gehört, die versucht hat, dir auszureden, mich näher kennenzulernen. Wegen deinem Entdeckerzwang und deinem Glauben an das Gute in Menschen sind wir heute vier. Hier. Nicht vier. jeder, der dich kennt, ist glücklich, dich in seinem Leben zu haben. Und ich bin glücklich, dass ich den Rest meines Lebens mit dir teilen werde. Du hast mich in die beste Version meiner selbst verwandelt und wegen dir habe ich den Drang, mich immer weiterzuentwickeln. Und ich verspreche dir, dich bei deiner Entwicklung zu unterstützen. Wir haben in unserer gemeinsamen Zeit schon so viel erlebt, wie manche im ganzen Leben noch nicht. Wir haben Vulkane bestiegen, wir sind mit Walhain geschwommen. Wir haben uns von Affen ausrauben lassen und hatten kleine verlassene Inseln nur für uns. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft, denn ich weiß, das Beste steht uns erst bevor. Du sollst wissen, ich bin dir für so vieles dankbar. Du unterstützt mich immer, ob es eine Diät im Winter ist, ob es mein YouTube-Kanal ist, ob es eine Business-Idee ist oder sonst irgendwas Banales. Ich wollte mich auch herzlich bei deinen Eltern Werner und Gilly dafür bedanken, dass sie so eine wundervolle, selbstbewusste, attraktive Frau großgezogen haben und diese jetzt an mich übergeben. Und ich verspreche dir, Stefanie, dass ich dich immer schätzen, lieben, respektieren und dir immer zuhören werde. Und darüber hinaus verspreche ich dir, deine immer kalten Füße an mir immer wärmen zu lassen. Und ich verspreche dir den Müll, vielleicht nicht jedes Mal, aber etwas öfter rauszubringen, als ich es jetzt mache. Ich liebe dich. Liebes Brautpaar, liebe Gäste, heute ist ein Freudentag. Steffi und Anton haben geheiratet. Bei der Trauung war ich genauso aufgeregt wie damals vor 35 Jahren, als ich meinen Mann heiratete. Unser Sohn hat mit Steffi die Partnerin für das gemeinsame Leben gefunden und beginnt nun mit ihr einen neuen Abschnitt in seinem Leben. Liebe Kinder, ich freue mich vom ganzen Herzen heute mit unseren lieben Gästen euer Hochzeitfest zu feiern. Ich und Vater sind glücklich, dass ihr euch zu diesem Schritt entschlossen habt und freuen uns auch, Steffi als Tochter in unsere Familie aufnehmen zu dürfen. Ich bin sicher, dass sie unser Leben bereichern wird.
und hoffen, dass sie sich in unserer Familie wohlfühlt. Ihr seid schon seit längerer Zeit zusammen. Ihr habt schon vieles gemeinsam bewältigt. Ausbildung, Beruf und junge Liebe immer unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und man kann euch dafür wirklich bewundern. Ihr werdet mit Sicherheit auch weiterhin schaffen, Probleme aus dem Weg zu räumen, wenn es solche gibt. Geht auch weiter miteinander um, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Hört darauf, was der andere zu sagen hat und unterstützt euch in euren Zielen. Dann schafft ihr gemeinsam alles. Hoch lebe das Brautpaar. Glück und Segen euch, liebe Kinder.